Yo, ho, 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 meine lieben Leute, guten Tag, ist Nikolaus heute. Ich guck da mal raus, ich bin passend gekleidet, zwar nicht in Rot, aber ich bin ja auch kein herkömmlicher Nikolaus, sondern, ja, ihr kennt mich, ne, liebe Leute. Ja, es ist Sonntag und der zweite Advent, Nikolaus zudem, und ich wollte euch hier mal einen ganz wunderschönen Nikolaus und einen zweiten Advent und Sonntag und so wünschen, und das kann man sich gar nicht vorstellen. Liebe Leute, ich hab gedacht, ich mache mal so einen kleinen Nikolausi-Vlog und, ja, ihr habt es vielleicht im Titel gelesen, mehr Glück für die Welt. Jetzt nicht durch mich speziell, aber es gibt auf jeden Fall da so ein paar Möglichkeiten. Ihr wisst ja vielleicht, oder einige wissen, dass ich nicht so wirklich der Weihnachtstyp bin. Also ich stehe auf dem Standpunkt, wenn einer den Gedanken oder diesen Funken von Weihnachten nicht das ganze Jahr in sich trägt, dann ist es für mich irgendwie, na, sagen wir mal, nicht geheuchelt, verlogen. Und dann ist es für mich aber nicht angemessen, das dann in den letzten 2-3 Wochen des Jahres zu praktizieren, um es danach wieder komplett zu vergessen. Also Weihnachten ist für mich eine Sache, die trägt man das ganze Jahr im Herzen, oder, naja, habe ich schon öfter mal erwähnt, ne, wenn ihr so einen armen Penner oder so seht, dann gibt ihm aber irgendwie was, ne, das ist, ne, und das nicht nur an Weihnachten, das immer, ne. Aber, wie gesagt, es gibt ja bei dem kleinen Lord, glaube ich, diesen wunderschönen Spruch, ne, jeder Mensch sollte versuchen, mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und das ist ein wunderschöner Spruch. Ich liebe auch den Film Der kleine Lord, und ich habe das überlegt, wie kann man das am besten umsetzen. Und ich praktiziere dieses System, was ich da mehr oder weniger so für mich herausgefunden habe schon eine ganze Zeit. Und ich glaube, das könnte, je mehr Leute das praktizieren, vielleicht auch für die Welt tatsächlich ein bisschen dazu dienen, dass es vielleicht echt ein bisschen besser wird. Und zwar, eigentlich ist es ganz leicht, ne? Es ist eine Sache, die ein bisschen Regelmäßigkeit verlangt. Also es geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein gewisser Prozess, der durch die Wiederholung dann irgendwann dazu führt, dass es möglicherweise tatsächlich klappen kann, dass wir die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich will euch ein Beispiel geben. So, das bestes Beispiel ist der Straßenverkehr. Liebe Leute, auf den Straßen herrscht Krieg. Jeder gegen jeden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Steht schon in der Bibel. Aber die Bibel gibt es auch noch ein paar andere Zitate, ne? Und jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Ich zuerst, ich bin der, und so. Ihr kennt das. Ihr seht mich Eurotruck fahren und ihr wisst, wovon ich rede, ne? Und ich bin ja Fahrradfahrer, das wisst ihr. Und ich habe mir gedacht, so, wenn ich dann durch die Gegend fahre und da ist irgendwie einer, der schneidet mich zum Beispiel, ne? Scheiße, Bruder, der hat mich jetzt fast weggesimmelt oder wie auch immer, oder ich habe mich aufgeregt und ich könnte mich natürlich aufregen. Du Arschloch, du bist auch, du, ich mach dich fertig. Gut, wenn das ein Auto ist, werde ich fertig machen, mit dem Fahrrad irgendwie schlechte Karten haben, weil, wie sagt das bei George Stewart so schön, bei einer Verfolgungsjacht würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari wetten, und das ist, ne. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ich habe mir jetzt echt angewöhnt, das mache ich schon echt eine ganze Zeit und es funktioniert. Wenn sowas passiert ist, ne. Wie gesagt, ich könnte mich aufregen, aber, meine Freunde, aufregen ist mir viel zu anstrengend. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und es ist nicht gut für meinen Körper, ich merke das, ne? Es sei denn, ich will mich aufregen, ne? Das kommt auch vor, ne? Das muss man dann aber versuchen zu unterscheiden. Aber wenn ich mich nicht aufregen will, wenn ich so ganz normal meinen Trott durchziehe, ne? Dann, ja, dann gibt es einen ganz einfachen Satz, der alles wieder gut macht. Und zwar heißt der Satz, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Man geht kurz in sich und sagt diesen wunderbaren Satz, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? In diesem Satz sind wir nämlich alle drin. Das heißt, er ist drin, also er oder sie, die dich da, was ich, gemacht haben. Und ne? Du bist aber vor allen Dingen selber drin. Und ob der oder die dann tatsächlich einen schönen Tag hat, da hast du nur noch bedingt Einfluss drauf. Ne? Ich auch nicht. Ne? Aber für dich selbst, ne? Wenn du das oft genug wiederholst, ne? Bei ganz vielen Gelegenheiten, ne? Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Und je öfter du das sagst, wenn du zum Beispiel irgendwen siehst, der oder die da, sieht voll scheiße aus, sieht voll traurig aus. Und einfach denken, guckst du dich schön an und dann, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Vielleicht funktioniert's, oder die, ne, die gerade traurig ist, kriegt ein paar gute Vibrations. Ne? Ich glaube ja an den Energieaustausch, liebe Leute. Ne? Ich denke, dass alles, oh, pardon, da bin ich an meinen Popschutz geballert, das wollte ich nicht, verzeiht mir. Ich glaube, dass alles irgendwie ein riesengroßer Energieaustausch ist. Die gesamte Welt, ne, es ist alles ein Austausch von Energien, und gibt's gute Energien, schlechte Energien, aber je mehr gute Energien auf dieser Welt sind, ne, umso besser könnte es vielleicht werden. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht eine Illusion. Es ist ein Glaube. Ne? Es ist ein reiner Glaube, und der Glaube
A, versetzt Berge und B, Glaube ist letztendlich nicht beweisbar. Glaubst du an Gott? Gott ist nicht beweisbar. Genauso wenig wie die Nicht-Existenz eines Gottes beweisbar ist. Ne? Das ist halt alles hochkompliziert. Ne? Aber wie gesagt, mit diesem einen Satz, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Lass den ziehen. Ne? Wer weiß, der Typ, der dich vielleicht geschnitten hat oder sonst was. Ne? Es ist nichts passiert, ne? Und boah, Glück gehabt. Ne? Du könntest dich jetzt aufregen, machst du nicht, denn ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Damit bist du raus aus der Sache. Damit bist du durch. Ne? Und das sackt sich dann so langsam und dann ist er irgendwann auch weg. Und man denkt nochmal gelegentlich dran und dann wiederholt man, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Da geht es mir immer auf jeden Fall besser und weil ich das schon sehr, sehr lange so mache, klappt das. Also ich kann von mir aus erfahrungsmäßig sagen, empirisch, ne? Das funktioniert, liebe Leute. Und je mehr das praktizieren, ne? Also nehmen wir mal, Straßenverkehr ist ja, wie gesagt, Krieg und so, ne? Und je mehr das mal praktizieren, ne? Umso mehr wird es vielleicht werden, dass die Leute auch mal ein bisschen, ne, aufeinander achten. Ne? Und nicht nur, ich bin der Essig, ich hab's eilig. Ne? Wenn du es eilig hast, das ist sowieso ein prinzipielles Problem. Ne? Aber ja, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Und ja, was wollte ich noch sagen? Also das ist halt meine Art und Weise, ne, so die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, wie es beim kleinen Lord heißt. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich liebe, die ich schätze und die mein Leben auch echt, muss ich sagen, ein kleines bisschen besser gemacht hat. Denn wir haben ja nur unsere eigene Welt. Ne? Wenn der Typ dich da gerammt hat, ne, den Flupp, ne, den siehst du nie wieder. Ne? Es sei denn, es kommt zu Gerichtsverhandlungen oder es ernsthaft was passiert, dann schon, aber sonst siehst du den nicht wieder. Warum soll ich mich mit jemandem in meiner Welt, ne? Ich denke mal, jeder eigen hat seine eigene Welt, ne? Warum soll ich mich da irgendwie über was aufregen, was der Typ irgendwie, der ist weg, den sehe ich nie wieder. Tschüss. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Und wenn du dann abends, ne, gesund und munter im Bette liegst, ne? Also munter eben, gesund zumindest erstmal, ne? Dann denkst du nochmal drüber nach, ne? Und irgendwie, ja, du liegst hier gesund und munter im Bett. Was wäre passiert, wenn der dich irgendwie nicht irgendwie abgedrängt hätte? Hättest ein paar Sekunden gewonnen vielleicht, aber vielleicht wärst du 10 Minuten später, ne, weil diese 4 Sekunden oder 5 Sekunden, wie auch immer das gedauert hat, ne, möglicherweise unter irgendeinem LKW gerasselt oder sonst wie. Oder wärst erschossen worden, man weiß es ja nicht. Ne? Da kann ja ganz viel passieren und das ist halt immer so eine Sache, was damit einhergeht ist, man weiß nie, wofür es gut war. Ne? Alles Glaubenssachen, alles ganz, ne? Metaphysische, ne? Metataphysiker, ne? Also und Sachen, die spirituell, die nicht zu beweisen sind, ne? Aber, ne? Warum nicht? Diese Sichtweise ist auf jeden Fall gut, ne? Weil, ne? Wer weiß, wofür es gut war, ne? Ich lieg hier heil und gesund in meinem Bett und mir geht's gut. Ne? Ich habe mich ein bisschen geärgert, okay, das kommt vor, aber das neutralisiert sich durch das Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Und ich glaube fest, ne, weil ich bin ja aktuell, glaube ich, der Einzige, der das so macht. Oder es wird ein paar Leute geben, die das so machen. Aber wenn das ganz, ganz viele machen, ne, wenn ganz, ganz viele, wenn Tausende, Hunderttausende echt so drauf sind, ne, ich glaube, dann wird auch das Miteinander. Ne, weil der Straßenverkehr, habe ich ja gesagt, ne, Krieg, ne, vielleicht wird es ein bisschen weniger kriegerisch. Oder vielleicht wird der Krieg irgendwann ganz aufhören, weil, sind wir mal ehrlich, diese Auto-Scheiße, die kann doch so auf Dauer sowieso nicht weitergehen. Ne? Also es sind da mehr oder weniger nur Stehzeuge. Man steht in Staus, man kommt nicht weiter. Also ich mit meinem Fahrrad bin, glaube ich, ne, auf Kurzstrecken in jeder Beziehung schneller als jeder Autofahrer hier in unserer Stadt. Ne? Pardonse. Ja, ne, also wie gesagt, ihr sollt euch wirklich die zwei Sätze merken. Ne? Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ne? Und ne, wer weiß, wofür es gut war. Ne? Das kann man sich abends sagen, das kann man sich auch hinterher sagen, wenn man echt noch heil und, ne, ich als Fahrradfahrer weiß, wie gefährlich das alles ist. Ne? Ich bin immer froh, wenn ich da irgendwie heil durchkomme. Ne? Und wenn ich dann abends im Bett liege und habe mich über den einen oder anderen geärgert, ne, egal, ich liege auf jeden Fall heil und gesund im Bett. Ne? Und ich glaube ganz fest, ne, mit dem kleinen Lord nochmal zu sprechen, ne? Wir sollten alle mit unserem Leben versuchen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist meine Art und Weise. Unabhängig davon, dass ich bei vielen Obdachlosen, ne, die dann bettelnd auf der Straße sitzen, nicht so gut vorbeigehen kann. Also ich schiebe denen immer schon mal ein bisschen was zu. Ne? Und das, wie gesagt, nicht nur zu Weihnachten. Ne? Ist natürlich so, dass es da auch viele Bettler-Gangs gibt, ne, die angekarrt werden hier und da, aber das erkennt man relativ schnell. Ne? Oder ein paar Straßenmusiker, sind ein paar Straßenmusiker, machen geilen Sound. Freunde, hier, ne, 50 Cent, ne, für die ist das echt viel und die geben sich Mühe und die sind gut. Ne? Die meisten zumindest, also wir haben hier einen in der Straße, in einer Stadt,
Der hat eine Stimme, boah, das ist, der singt, ne, das ist also klassische Ausbildung, die kommen, glaube ich, irgendwo aus dem Osten. Und das ist so geil, wenn der Typ singt, ne, das ist wirklich, Caruso, das ist, ach, das ist so wunderbar, ne, und die ganze Stadt ist erfüllt, ne, soweit seine Stimme trägt, halt von dieser wunderbaren Stimme, ne, und das finde ich einfach toll, ne. Und solche Leute, ne, einfach mal einen Pfund reinballern, ne, ja. Ja, das ist eine Weihnachten, ne. Ganz romantisch. Wenn ich jetzt durch die Gegend fahre mit meinem Fahrrad, ne, dann riecht die ganze Stadt riecht so süßlich nach Weihnachtsmarkt. Überall Weihnachtsmärkte und süßliche Gedüfte. Ja, es ist schon schön. Ne? Weihnachten ist schon irgendwie eine ganz nette Sache, aber mein Standpunkt ist halt nicht nur an Weihnachten. Ne? Liebe Leute, ne, und ja. Versucht es doch einfach mal aus, probiert es mal aus, ne, wie das bei euch so funktioniert, ne, mit ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag, ne. Und das ist natürlich eine Sache, die geht nicht von heute auf morgen, ne. Die braucht also eine gewisse, habe ich ja schon gesagt, Wiederholung und das muss sich auch erstmal einschleichen, aber ich mache das jetzt schon, was weiß ich, eine ganze Zeit, schon über 2 Jahre schon und bei mir hat das echt funktioniert. Ich reg mich, gut, ich bin eh kein Typ, der sich schnell aufregt, ne, da muss schon einiges passieren, aber es ist auch so auf die Tage und wenn ich dann irgendwie eine alte Mutter sehe und so, dann ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, sie hat ihn. Ich hoffe, die Energie überträgt sich so ein bisschen. Es ist ja immer eine Gegenseitigkeit, weil das uns, da stecken wir ja alle mit drin, ne, dass wir alle dann ein bisschen cooler und ja, lockerer durch dieses Leben gehen, ein bisschen, ja. Ja gut, liebe Leute, das war jetzt erstmal mein Nikolausi-Vlog, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch mal diese Welt an. Wie wunderschön, dieser Sonnenuntergang. Die Welt ist so schön, ne? Und ich glaube nicht, dass die Welt so sein muss, wie sie uns in den Medien mehr oder weniger geschildert wird. Ich glaube, dass die Welt wunderschön ist und dass jeder Einzelne, tatsächlich wirklich jeder Einzelne, dazu beitragen kann, dass diese wunderschöne Welt möglicherweise erhalten wird, möglicherweise auch ein kleines bisschen besser wird, ne? Wieder der kleine Lord. Und mit diesem ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag, das kann man bei jeder Gelegenheit anwenden. Und je öfter man das anwendet, ne, in Gedanken, weil ich glaube, Gedanken haben auch starke Energien, ne, viel stärker als man das glaubt, sind auch messbar, ne, und insofern, ne, je öfter man das denkt, umso größer wird auch die Resonanz, ne, und das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Sache, ne, und liebe Leute, schaut nochmal auf diese wunderschöne Welt, auf diesen wunderschönen Sonnenuntergang und geht ein bisschen in euch, ne? Macht ein bisschen weihnachtlich irgendwie in euch Luft, ne? So. Aber wie gesagt, nicht nur zu Weihnachten, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Denn das, glaube ich, ist der tatsächliche, der wahre Gedanken von Weihnachten, ne? Und ich hatte eben schon die Bibel erwähnt, ne? Das heißt ja auch bei Jesus, glaube ich, ne? Wenn der einen auf die rechte Wange hinhaut, draufschlägt und halt ihm auch die linke hin, ne? Das finde ich schon sehr krass und sehr radikal, aber ich glaube mit dem Satz, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr praktikabel, ne? Weil wenn dich einer schneidet oder dir irgendwie, ne, dumm mitspielt im Straßenverkehr oder wo auch immer, in welcher Situation, ne, dann ist das quasi, ne, der haut dir gerade auf die rechte Wange und du mit dem, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag, hältst ihm quasi damit auch noch die linke hin, ne? Und ja, ist eigentlich ganz einfach, ist ein bisschen, ne, Übung und vor allen Dingen, ne, Wiederholung, aber liebe Leute, ich glaube da fest. So, dann sag, Nikolausi Spieken 45 nochmal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaustag. Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Ich wünsche euch einen tollen Start in die neue Woche. Liebe Leute, macht ihr gut und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Nikolausi Spieken 45. Ciao, ciao.